herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und zu Gast ist Petra Pau. Und das ist genau der richtige Tag heute, um mit der Vizepräsidentin des Bundestages und Abgeordneten der Linken darüber zu reden, wie denn der Parteitag der Linken am Wochenende gewesen ist. Mit oder ohne Sarah Wagenknecht? Naja, ohne. Also wer sich entschließt, aus einer Partei auszutreten, ist natürlich auch nicht auf einem Parteitag zu Gast, beziehungsweise hat dort auch kein Rederecht. Sie sehen mich hier sehr zufrieden. Wir hatten den Parteitag nach Augsburg verlegt, weil wir eigentlich dachten, dass wir natürlich auch über bessere Wahlergebnisse in Hessen beispielsweise reden. Das war eine derbe Niederlage. Andererseits ist die Partei Die Linke am Wochenende aufgebrochen, nicht nur zur Europawahl, die nächstes Jahr stattfindet. Wir haben eine Liste mit wirklich mich begeisternden Persönlichkeiten, jüngeren und erfahrenen Mitgliedern der Linken, aber auch Parteilosen wie Gerhard Trabert, unserem damaligen Bundespräsidentenkandidaten, oder Carola Rakete, aber genauso mit unserem Parteivorsitzenden Martin Schirde waren aufgestellt. Und was mich angenehm überrascht hat, ich bin ja nun 33 Jahre parteipolitisch unterwegs, auch auf Programmparteitagen, dass es gelungen ist, mit großer Sachlichkeit und Solidarität ein lesbares Europawahlprogramm zu beschließen. Schön, dass Sie sagen, lesbar. Ja, verständlich. Richtig. Also ich hoffe, dass viele Menschen sich dieses Angebot anschauen, und wenn sie auf der Suche nach der Frage sind, was hat Europa mit mir zu tun und wie hat Europa Einfluss auf mein Leben und wie könnte es noch besser helfen, den Grundsatz, dass wir tatsächlich gerechte Lebensverhältnisse in allen Regionen der Europäischen Union durchsetzen wollen, aber die Welt auch friedlicher wird, dass sie also da auch Antwort in diesem Programm finden und bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Also Sie sind recht froh, der Parteitag ist gut gegangen, Frau Wagenknecht taucht nicht mehr auf. Hoffentlich auch in Zukunft nicht mehr. Aber der nächste Schlag kommt, kam ja dann auch schon am Freitag wieder, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass am 19. Dezember wird verkündet, ob in Berlin nun in einigen Teilen die Wahl, die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden muss. Dann wären Sie wieder betroffen, wenn Sie die zwei Listenplätze direkt gewählt, nicht Listenplätze, die zwei Plätze, die Sie direkt geholt haben, wenn Sie die nicht mehr holen, dann sind Sie auch ganz aus dem Bundestag raus. Dann nützt diese ganze Gruppenphase gar nichts. Na gut, vielleicht erklären wir erstmal den Zuschauern, weil man muss das ja in diesen schnelllebigen Zeiten gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Man kann haben. Gar nicht so schnell gucken, was da 2021 passiert. Hatten wir Bundestagswahlen, Wahlen zum Abgeordnetenhaus, zur Bezirksverordnetenversammlung und noch einen Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Älteren erinnern sich, ja, an einem Tag plus einen Marathonlauf in Berlin. Und da ging alles schief, was nur schief gehen kann. Ich habe das damals nicht für möglich gehalten, dass in der Bundesrepublik und in der Hauptstadt der Bundesrepublik Wahlen so chaotisch ablaufen, dass Menschen sich gehindert fühlten, ihre Stimme abzugeben, dass Wahlzettel nicht am Ort waren und vieles mehr. Die Konsequenz war, dass wir im Februar diesen Jahres eine Wahlwiederholung für die Abgeordnetenhauswahlen und die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen hatten. Zuständig für diese Entscheidung ist das Berliner Landesverfassungsgericht gewesen. Und richtig ist, es gab auch Wahleinsprüche, geht ja auch gar nicht anders. Das hat ja alles in ein und demselben Wahllokal stattgefunden. Und das Chaos hat also auch keinen Halt vor den Bundestagswahlen gemacht. Wahleinsprüche sowohl beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestages, der für die Prüfung der ordnungsgemäß Abläufe der Bundestagswahl zuständig ist. Und es gab eine Entscheidung dieses Wahlprüfungsausschusses, dass die Bundestagswahl in Teilen zu wiederholen ist. In Pankow fast vollständig beispielsweise, auch in Reinickendorf, um mal zwei sehr betroffene Bezirke zu nennen. In Marzahn-Hellersdorf, wo ich angetreten bin damals und dann über die Landesliste gewählt wurde, sind einige Wahllokale oder wären einige Wahllokale in Marzahn-Nord vor allen Dingen betroffen. Es gibt
dagegen, und das ist das gute Recht, Widersprüche. Die CDU-CSU beispielsweise hat in Karlsruhe geklagt und begehrt, dass auch die Bundestagswahl flächendeckend hier in Berlin wiederholt wird. Nun hat es ziemlich lange gedauert. Ich meine, es ist schon schwierig zu erklären, die Wahlwiederholung im Februar für Berlin stattgefunden hat und jetzt für die Bundestagswahl es so lange dauert. Aber das ist so. Vor Gericht und auf hoher See sind sie in Gottes Hand. Und am 19. Dezember wird es jetzt tatsächlich so sein, dass das Bundesverfassungsgericht über diese Einsprüche und das Begehren der CDU-CSU entscheidet. Mit diesem Tag und dem Urteil, was wir nicht kennen, gibt es auch hier eine vollständige Wahlwiederholung? Wir haben auch nicht so an der Tür mal gelauscht. Nein, nein. Ich würde auch niemals durchs Schlüsselloch gucken. Und außerdem, wie gesagt, der Respekt vor dem obersten Gericht gebietet es auch, das erstmal demütig abzuwarten. Aber es gibt jetzt unterschiedliche Varianten. Am 19. wird gesprochen. Und wenn Wahlen wiederholt werden, in welchem Umfang auch immer, vollständig oder in einzelnen Wahllokalen, dann muss das innerhalb von 60 Tagen nach der Verkündung oder mit der Verkündung des Urteilsspruches passieren. Das heißt, der 11. Februar wäre, das ist ein Sonntag, der letzte mögliche Wahltermin. Und wenn ich mal persönlich anmerken darf, da ich nun seit über 30 Jahren Wahlkämpfe unterschiedlichster Formate mache, ich hasse Wahlkampf im Winter, wo man, selbst wenn man versucht, Menschen natürlich zu erreichen, es ihnen gar nicht übel nehmen kann, wenn sie an solchen Tagen wie heute, es nieselt, es wird nicht richtig hell und überhaupt am Bahnhof, am Infostand oder vor dem Supermarkt eigentlich nicht angesprochen werden wollen. Aber und aufgehalten kommt werden wollen. Ja so. Was wäre denn für Sie der Worst Case, das Schlimmste, was passieren könnte? Naja, also wir treten ja an, um im Parlament weiter zu wirken, und es ist kein Geheimnis. Wir sprachen eben über den Parteitag der Linken. Es hat den Austritt auch von 10 Bundestagsabgeordneten aus der Bundestagsfraktion gegeben im vergangenen Monat. Das heißt, egal in welchem Format die Wahl wiederholt wird, wir sind zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten, sondern ab 6. Dezember wird es 38 weitere, erst einmal fraktionslose Abgeordnete im Bundestag geben. 28, die Mitglied der Partei Die Linke sind. Und 10, die sich um Sarah Wagenknecht, also 9 plus Sarah Wagenknecht, gesammelt haben und vorhaben, im Januar eine eigene Partei zu gründen. Wir werden sehen, was da passiert. Die 28, das kann ich hier schon mal so sagen, sind fest entschlossen, eine Gruppe zu bilden und bei den Fraktionen des Bundestages, die sind dafür zuständig, zu beantragen, als Gruppe mit Rechten fast wie eine Fraktion anerkannt zu werden, also wieder Antragsrecht zu haben, Rederecht für die Gruppe und nicht für den einzelnen Abgeordneten, und zu intervenieren, dass das schwierig wird, den Wählerinnen und Wählern, wenn eine Bundestagswahl wiederholt wird hier in Berlin, zu erklären: Ihr habt 2021 gewählt, habt beispielsweise damit, dass ihr Gregor Gysi und Gesine Lötsch direkt in den Bundestag gewählt habt, plus Herrn Pellmann in Leipzig dafür gesorgt, dass die Fraktion überhaupt zustande kam. Und jetzt hat aus der Linken heraus die Zerstörung der Fraktion stattgefunden und nun wählt uns noch einmal. Ich gestehe, das ist eine ziemlich große Aufgabe, das zu erklären. Kann es nicht sein, dass bei dieser Wiederholungswahl, wir wissen ja noch nicht, wie genau gewählt wird, aber ich sage weiter, nach dem Worst Case, dass dann ein Direktmandat nicht mehr errungen wird, entweder Frau Lötsch verliert es oder Herr Pellmann in Leipzig. Nein, Leipzig verliert niemand etwas, weil es geht um die Wiederholung hier in Berlin. In Berlin, Sachsen hat man keinen Chaos. Muss Herr Gysi sein Mandat verlieren oder Frau Lötsch? Wenn einer von den beiden, nehmen wir mal an, Frau Lötsch, gewinnt ihr Mandat nicht, dann ist die Linke gar nicht mehr im Bundestag.
Dann sind nur noch direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag. Aber um das mal deutlich zu sagen, wir treten an, um zu bleiben. Ich weiß, und, ich rede nur von der Möglichkeit. Und wenn es eine Gesamtwahlwiederholung gäbe hier in Berlin, das sage ich jetzt tatsächlich als Abgeordnete der Linken, dann kämpfen wir um die Verteidigung der Direktmandate von Gesine Lötsch in Lichtenberg, Gregor Gysi in Treptow-Köpenick und... Das sehen Sie mir nach. Ich sehe, will mich auch nicht damit abfinden, dass Mario Chaya die Nase vorn hatte. Sondern wenn, das heißt, hier Sie wollen es wieder haben. Wenn hier vollständig gewählt wird, gehe ich natürlich in einen Wahlkampf mit aller Kraft, auch im Winter. Also, 19. Dezember kommt das Urteil. Am 11. Februar ist der letzte Tag, wo gewählt werden könnte. Ist ein Sonntag und es ist Winter, haben Sie nicht so gerne. Und Sie kämpfen natürlich, wenn das so wäre, dass Ihr Wahlkreis betroffen wäre, dafür, dass Sie ihn wieder gewinnen. Ja, und ein kleiner Tipp noch an die Berlinerinnen und Berliner. Egal, in welchem Format gewählt wird. Sie haben, es ist ungewöhnlich, aber auf der Hälfte der Zeit der derzeitigen Bundesregierung, der Ampel, die Chance, mit einem Wahlergebnis für die Linke auch deutlich zu machen, was Sie von der Ampelpolitik halten. Ganz schnelle Frage. Sie sind Bundestagsvizepräsidentin, gewählt vom ganzen Bundestag. Bleibt das auch so? Auch was passiert, wenn jetzt die Gruppenbildung erfolgt, unabhängig von dem, was bei der Wiederholungswahl passiert? Also zur Wiederholungswahl habe ich was gesagt. Ja. Und ansonsten, ich bin vorgeschlagen damals von der Fraktion Die Linke für das Amt der Vizepräsidentin. Die ganze Periode. Bin von der Mehrheit der gewählten Abgeordneten gewählt. Ich bin nicht die Vizepräsidentin der Linken, sondern des Bundestages. Und ich habe vor, meine Arbeit weiterzumachen. Jawohl, das soll auch so bleiben. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und dann reden wir weiter mit Petra Pau, und zwar über das, was in diesen Tagen im Bundestag passiert, nämlich da geht es um Geld, das nicht mehr da ist, wo er neben uns fehlt. Das ist fehlen, dramatisch. Habe ich Sonntag in unserer Pressetalkshow Androck gesagt. Bleiben Sie dran, geht gleich weiter. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Und zu Gast ist die Vizepräsidentin des Bundestages und Abgeordnete der Linkspartei im Bundestag, Petra Pau. Wir müssen jetzt über das Geld reden. 60 Milliarden sind plötzlich nicht mehr da, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, alles, was sie dazu beschlossen hat, ist nichtig. Nichtig heißt in der Juristensprache, das hat es überhaupt nicht gegeben. Also zurück auf Null, vorher nehmen und nicht stehlen. Ich glaube, auch hier müssen wir erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Im Jahr 2009 wurde das Grundgesetz geändert und eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, und daran waren alle beteiligt, die jetzt im Moment sich... Nein, wir haben dagegen gestimmt. Die Linke hat das damals für falsch gehalten, dass im Grundgesetz die sogenannte Schuldenbremse verankert wurde. Aber das ist so, dass die Grünen genauso wie die SPD, die FDP und die CDU/CSU diese sogenannte Schuldenbremse beschlossen haben. Und relativ schnell haben sie bemerkt, dass sie nicht mehr das machen können, was man tun muss, gerade auch in Zeiten von Krisen, und wir haben viele Krisen, nämlich investieren in die Infrastruktur, aber beispielsweise auch in die Bewältigung von Krisen. Ich denke an den Ukraine-Krieg, die Unterstützung der Ukraine, aber auch die Unterstützung der Geflüchteten oder andere Dinge. Also haben sie zu Tricks gegriffen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich letzte Woche untersagt, dass sie Schattenhaushalte aufstellen, um Dinge, die übrigens sinnvoll sind, wie einen Klimafonds und anderes zu finanzieren, und das nicht in dem Haushalt, der regulär durch den Bundestag beschlossen wird, zu verankern und auch ehrlich einzugestehen, wo man dafür tatsächlich Kredite aufnehmen muss, was dann zu Schulden führt, völlig klar. Nein, also in so Sondervermögen. Ja, eben das. Ich wusste noch gar nicht, dass Schulden Vermögen sind. Das sind die Schilder, die man jetzt an diese Schattenhaushalte rangehängt hat. Und insofern finde ich das inzwischen auch scheinheilig, dass die Mitglieder der Bundesregierung in unterschiedlichster Art und Weise jetzt jammern, dass die CDU/CSU schuld ist. Ja, die haben geklagt. Und wer klagt, bekommt ein Urteil.
in Karlsruhe. Und die Richter haben ja nicht gesagt, die Schuldenbremse ist gut oder sie ist schlecht, sondern sie haben in Respekt in dem Fall vor einem anderen Verfassungsorgan, dem Deutschen Bundestag, der in seiner Mehrheit das Grundgesetz so geändert hat, wie es jetzt dasteht, gesagt, wenn ihr das ernst meint, dann müsst ihr diese Regeln auch einhalten. Und insofern finde ich auch jedes Triumphgeheul aus den Reihen der CDU/CSU völlig deplatziert. Und einigen schwant ja inzwischen, was das heißt. Das ist ja nicht nur so, dass der Schattenhaushalt 60 Milliarden für diesen einen Fonds jetzt geplatzt ist, sondern auch in den Ländern hat man sich ja angelehnt an diese Regelung. Das heißt, auch viele Länderhaushalte sind Makulatur. Und was heißt denn das? Und das ist doch die Dramatik. Und darüber müssen wir im Bundestag reden. Übrigens gleich nächste Woche. Da wird ab Dienstag der Bundeshaushalt 2024. Diese Woche final. Ist noch sitzungsfrei. Diese Woche ist nicht ganz sitzungsfrei. Morgen wird es eine Anhörung des Haushaltsausschusses und des Finanzausschusses geben zu den Folgen dieses Verfassungsgerichtsurteils. Und am Donnerstag wird es eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses geben. Aber Plenum ist erst nächste Woche. Um darüber zu reden, was heißt das jetzt für den Bundeshaushalt 2024. Und nächste Woche von Dienstag bis Freitag wird beginnend mit dem Finanzminister und seinem Auftritt quer durch alle Bundesministerien werden die Haushalte verhandelt und beschlossen. So, und was heißt denn das? Die Frage ist doch jetzt, also alle rennen sie durch die Gegend und sagen, na gut, jetzt sind 60 Milliarden nicht da, jetzt müssen wir woanders streichen. Wenn man nicht den grundsätzlichen Fehler korrigiert und diese Schuldenbremse aus dem Grundgesetz herausnimmt. Zweidrittelmehrheit. Mit Zweidrittelmehrheit, also zu Verstand kommt an dieser Stelle. Dann heißt das, dass tatsächlich gestrichen wird an dringend notwendigen Dingen und im Übrigen auch Vorhaben, die die Bundesregierung noch vor sich herträgt, Kindergrundsicherung beispielsweise, Aufstockung des Bürgergeldes, aber auch das Thema Bildung, übrigens auch politische Bildung, so nötig wie Antisemitismus nicht nur in Köpfen grassiert, sondern auch auf unseren Straßen Menschen Angst haben, sich zu erkennen zu geben als Jüdinnen und Juden oder auch als Migrantinnen und Migranten, dann wird das alles nicht finanzierbar sein. Und das wird wirklich einen irreparablen Schaden in unserer Gesellschaft anrichten, weil der Zusammenhalt in der Gesellschaft noch mehr erodiert. So groß ist die Dimension dieses Themas. Nochmal, nicht die Verfassungsrichter in Karlsruhe sind schuld, sondern die Mehrheiten im Deutschen Bundestag im Jahr 2009 und diejenigen, die heute noch an der Schuldenbremse festhalten. Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Allheilmittel nur allein, vielleicht nicht, aber vorrangig dadurch zu lösen, dass man durch zwei Drittel mehr den Bundestag die Schuldenbremse aufhebt. Aber ja, das wird nicht kurzfristig sein. Jetzt kommt meine Frage. Der Lindner, Finanzminister, FDP-Chef, sagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Die Schuldenbremse ist das Beste, was es gibt, weil wir für die Zukunft, an die Zukunft unserer Kinder denken müssen. Dann würde das doch bedeuten, wenn mit aller Macht daran gedreht wird, die Schuldenbremse aufzuheben und er bleibt mit aller Macht dabei, sie nicht aufzuheben, dass die Ampel vielleicht noch vor Weihnachten auseinanderfliegt. Oder also, sehe ich das vielleicht zu ernst und zu schwarz? Also ich will jetzt hier nicht Prognosen abgeben. Ich habe auch nicht die Glaskugel. Steht hier auf dem Tisch. Was die Ampel überhaupt noch zusammenhält. Weil dieses Urteil kommt jetzt noch oben drauf. Ich kann ja überhaupt nicht erkennen, dass diese Ampel noch mit einem Plan unterwegs ist, um die Dinge, die sie im Übrigen am Beginn dieser Legislaturperiode gemeinsam vereinbart haben, überhaupt noch umzusetzen. Und da waren ja richtige Stichworte drin in dieser Vereinbarung, wie Armutsbekämpfung mit Blick auf die Kinder, aber auch mit Blick auf Altersarmut beispielsweise. Es waren auch andere wichtige Stichworte drin, Digitalisierung, nicht um der Digitalisierung willen, sondern um Teilhabe zu ermöglichen, aber auch Prozesse zu beschleunigen. Bürokratie auf das Maß zurückzufahren, welches nötig ist, ohne die Daseinsvorsorge in Frage zu stellen.
Das heißt aber, die Schuldenbremse ist das eine, richtig? Dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Da reicht also auch übrigens nicht die Ampel, sondern da müssen noch mehr zustimmen. Ja, aber die Ampel muss vor allen Dingen zustimmen. Sie muss vor allen Dingen. Aber wie wäre es denn, wenn schon in der nächsten Woche mit den Haushaltsberatungen mal angefangen wird, vernünftig umzusteuern? Weil ich habe noch nicht gehört, dass die FDP, die SPD und die Grünen, zur Erinnerung, das sind die drei Parteien, die im Moment die Bundesregierung bilden, unter Führung der SPD übrigens, in Frage stellen die weitere Aufrüstung, das Versenken von weiteren Milliarden in den Kassen der Rüstungsindustrie. Ist ja nicht so, dass Soldatinnen und Soldaten nicht ordentlich ausgerüstet sein sollen. Aber wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass immer mehr Milliarden in diesen Bereich hineingesteckt wurden, ohne dass die Panzer geradeaus fahren, ohne dass die Boote ordentlich fahren und selbst Gewehre schießen nicht so, wie sie schießen sollen. Also ich bin keine Militaristin, aber es macht mich auch nicht zufrieden, dass dort Milliarden versenkt werden, ohne dass Soldatinnen und Soldaten angemessen ausgerüstet sind, um ihren Aufgaben nachzukommen. Aber Sie wollen schon, dass die Bundesrepublik Deutschland sich weiterhin aktiv an irgendeiner Friedenssicherung in der Ukraine beteiligt? Ich will, dass die Bundeswehr ihren Auftrag der Landesverteidigung erfüllen kann. Und dazu gehört sie auch ordentlich ausgerüstet. Das heißt aber nicht, dass wir weitere Milliarden dort versenken, ohne dass sich etwas am Beschaffungswesen dort ändert. Und Ukraine anders. Oder was? Nee, ich rede im Moment von den Kassen der Rüstungsindustrie, weil ich kann nicht erkennen, dass, nehmen Sie sich den Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högel, die ich übrigens sehr schätze, als ehemalige Kollegin. Wenn Sie sich nur den jüngsten Bericht ansehen und die Missstände, die nicht durch das Investieren von Milliarden, wir erinnern uns an den Wumms und was weiß ich, was da alles sich geändert hat, umsteuern, nicht das Geld in die Rüstung stecken, sondern nächste Woche einen Haushalt beschließen, der auch auf sozialen Ausgleich, Armutsbekämpfung, Bildung und vieles mehr fokussiert ist und die Schuldenbremse tatsächlich in Frage stellen. Ja, aber glauben Sie im Ernst, dass angesichts des Krieges in der Ukraine sich jemand bereit findet in der Ampel und vor allen Dingen in der Union, die sagen, weniger Geld für die Ukraine ist nötig, weniger Geld ist nötig, weil wir dieses Geld für unsere Zwecke in der Sozialpolitik selber brauchen. Ich habe im Moment überhaupt noch gar nicht über die Ukraine geredet, weil die meiste Unterstützung, die wir im Moment leisten für die Ukraine, ist im Übrigen nicht die Rüstung, um das auch mal deutlich zu sagen, sondern ich stehe zu unseren Verpflichtungen. Erstens die Menschen, die flüchten mussten vor diesem furchtbaren Krieg, hier ordentlich aufzunehmen, ihnen zu ermöglichen, solange sie wollen, hier Wurzeln zu schlagen, ihren Platz zu finden, zu arbeiten, zu lernen, zu studieren und so weiter. Und auch die humanitäre Hilfe übrigens nicht nur für die Ukraine, sondern für Menschen, die überhaupt flüchten müssen beziehungsweise sich auch vor Kriegen schützen müssen, ist hier überhaupt nicht in Frage gestellt für mich. Mir geht dieses Ausspielen, geht mir langsam wirklich nicht nur auf die Nerven, sondern ich finde das wirklich unseriös, zu sagen, für Rüstung ist alles Geld dieser Welt da, aber wir kürzen, um das mal in der Konsequenz anzusehen, wir kürzen beim technischen Hilfswerk, wir kürzen beim Katastrophenschutz hier im Lande, wir kürzen bei den freiwilligen Diensten, die zum Teil übrigens auch in der Ukraine und anderswo gute Arbeit leisten. Und das nehmen wir uns alle mal zu Herzen, dann sei das unsere Sendezeit um. Vernünftiger Gedanke, mal sehen, was nächste Woche passiert, wenn die Haushaltsplanung beginnt. Die 60 Milliarden müssen ja irgendwo herkommen oder das Loch muss gefüllt werden. Und vielleicht fangen wir mal an, wieder aktive Sozialpolitik zu machen. Ich finde Ihre Gedanken gute Idee. Sehr richtig. Und das Wort Ukraine, auch da haben Sie richtig darauf hingewiesen, darüber haben Sie gar nicht gesprochen, sondern es geht darum, was wir hier nötigerweise in der Bundesrepublik Deutschland tun müssten. Und vielleicht, wenn wir das nächste Mal hier sind, verleihe ich Ihnen einen Preis, wenn es denn so gekommen ist, und sage, endlich findet ein Umsteuern statt. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Wir stehen vor sehr, sehr interessanten Wochen, einschließlich der möglichen Neuwahl in Berlin in einigen Wahlbezirken. Bis 11. Februar beginnt die Zählung am 19. Dezember. Dann verkündet das Bundesverfassungsgericht das Urteil, was nun geschehen soll in den Wahlkreisen, wo es 2021, vor zwei Jahren, zu, sagen wir mal, Miss... Etwas chaotisch war. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche.
Ja, und dann haben wir Sitzungswoche und dann geht es ums Eingemachte, um das Geld. Wieder mal, ich bedanke mich für heute und sage Tschüss.